meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier jetzt ein Mikrofon, denn in den letzten Videos war der Ton einfach voll für den Arsch. Ich habe gesagt, hey, da muss ich was machen, dieses Gehalle, es passt einfach gar nicht. Und ja, deshalb habe ich jetzt das Teil geholt. Heute geht's mal raus, das heißt, heute gibt es mal wieder einen Vlog. Denn ich möchte heute mal Brennnessel-Spinat machen und dazu müssen wir natürlich erst einen holen. Und dann würde ich sagen, ziehe ich mich an und wir starten raus. Ja, das ist jetzt schon mal die erste Härteprobe für das neue Mikrofon, denn es ist relativ windig und das alte, was ich da oben anstecke, das hat immer relativ krass gerauscht, wenn es windig war und da bin ich jetzt gespannt. Jetzt geht es erstmal schön an Lambach, wo wir Brennnesseln holen. WTF, hier in der Stadt liegen überall so Liegen, die eigentlich hier so rumgammeln. Aber die hat irgendwie der Wind umgehauen oder so. Strange. Was, Leute, hier gibt es enorm viel Holunder. Das Ding ist, er ist eigentlich noch fast zu früh. Aus diesem Grund werde ich erst nächste Woche mal losstarten und Holunder machen. Wo ich euch natürlich auch mitnehmen werde. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir mal ein paar Brennnesseln. Hier haben wir mal eine Brennnessel schon, die werden wir jetzt abtun. Für diesen Zweck habe ich mir hier übrigens ein Papier mitgenommen, damit ich mich da nicht verbrenne. Denn wie der Name schon sagt, brennen die Teile. Soweit alles gesammelt, jetzt geht es schnell nach Hause, denn es fängt jetzt schon Tröpfeln an und ich habe echt keinen Bock nass zu werden. So, zu Hause, jetzt packen wir mal das Ganze aus und waschen schön. So, dann waschen wir das Ganze. Der Vorteil ist, wenn die nass sind, dann stechen die eigentlich fast gar nicht mehr. Zwar noch immer etwas, aber im Grunde ist es ja gesund, dieses Stechen. Auch wenn es jetzt unangenehm ist, regt es halt die Durchblutung an und ist von daher eigentlich gar nicht so schädlich für den Körper. Da ich keinen Bock habe, diesen Spinat alleine zu essen, mache ich mir jetzt ein paar Kartoffelchen noch dazu. Dann haben wir das mal fürs Erste gekocht, schreckt man das Ganze ab. Ist echt interessant, wie die Farbe aussieht. Ich koche das ja übrigens selbst das erste Mal. Ich habe es noch nie gekocht, aber ich bin echt gespannt, wie es dann schmecken wird im Endeffekt. Denn anscheinend soll es ja komplett wie Spinat schmecken. Von daher wird es sehr spannend. Nach den Abschrecken geben wir ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zwiebel in eine Pfanne und braten diese an und geben die Brennnessel dazu. Nachdem wir das Ganze schön angebraten haben, geben wir Sojasauce dazu und lassen es schön aufkochen und berühren das Ganze. Um die Flüssigkeit wieder halbwegs rauszubekommen, geben wir es wieder rein und lassen das Ganze schön verkochen. Ja, das Ganze ist dann soweit fertig. Das ist jetzt der Spinat, den es dazu gibt. Wie man sehen kann, kommt da einiges dabei raus. Jetzt gibt es noch ein schönes Kartoffelchen dazu. Und fertig ist ein leckeres, veganes Essen, was wirklich nur ein paar Cent kostet und satt macht. Ich muss mal sagen, es schmeckt einfach wie normaler Spinat. Also es ist jetzt wirklich nicht, dass man sagt, es ist ekelhaft. Es ist richtig, richtig lecker und vor allen Dingen hat es sehr viel Eiweiße und andere wichtige Stoffe, die der Körper braucht.
Ich werde jetzt in Ruhe essen. Das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, aktiviert die Glocke da oben, abonniert mich. Hiermit bin ich raus. Ciao.